Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin heute nicht alleine gekommen. Ich bin heute nicht alleine gekommen. Ich habe mir Unterstützung mit. Du lass mich raus! So geht das nicht. Lass mich aussprechen. Pardon. Ich habe mir Unterstützung mitgebracht und zwar. Du lass mich raus! Ja. Entschuldigen Sie bitte, aber so geht's nicht weiter. Was schreist du rum die ganze Zeit? Oh, das tut mir wirklich leid. Das ist nicht so. Oh. Ja, meine Damen und Herren, das ist Montag. Mein Partner. Hi! Hey, was ist das hier? Das. Er wird versuchen, heute ein bisschen mich zu unterstützen. Hey, was redest du für einen Blödsinn, Mann? Wieso, was habe ich denn jetzt falsch gesagt? Wie du mich ankündigst! Er wird versuchen, mich zu unterstützen, bla bla bla. Ladies and Gentlemen. And now! Bekannt aus Funk und Las Vegas! Der Mega-Entertainer und Schrecken der neuen Weltmeere! Magic Marvelous Montag! Bleiben Sie sitzen, danke. Zu spät. Hast du gesehen, so geht's. Ja, toll, Kompliment. Es sind übrigens nur 7 Weltmeere. Aber wenn du meinst, die Leute denken übrigens, sie sind in einer Kabarettveranstaltung. Ach ja? Ja, hast du das gewusst? Klar habe ich das gewusst, du Idiot. Wie läuft's? Alles im grünen Bereich? Ja, noch. Wir sollen nämlich zusammen einen Sketch spielen. Ah, ein Sketch? Cool! Okay, sag mir, was ich spielen soll. Ich kann alles. Könige, Bettler, Landstreicher. Kennst du mich übrigens als Bruno Ganz? Pass auf! Wie, was als Bruno Ganz? Hier, guck mal! Ah, großartige schauspielerische Leistung. Montag ist es besser, wenn wir das... Hey, spät um etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf, vor der schauspielerischen Leistung. Bist du verrückt? Ja, das... Ruhe! Willst du mich unterbrechen, schändlicher Kabarettist? Unter Tucholsky hätte ich das nicht gegeben! Bist du verrückt hier? Aus... Hey, was soll das? Mann, warum unterbrichst du mich? Es war grandios! Pass auf, in unserem Sketch Montag sollst du einen Toten spielen, der an die Himmelspforte kommt. Kein Problem, Partner, sag's doch gleich. Hep! Ups! Danke. Guten Tag. Bin ich hier richtig an der Himmelspforte? Wenn Sie bitte Ihre PIN eingeben. Meine was? Ihre persönliche Identifikationsnummer. Wie ist die denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ihre PIN ist geheim und nur Ihnen bekannt. Sie wurde Ihnen bei Ihrer Geburt zugestellt. Oh Mann, ich hätte sie mir gerne notiert damals, wissen Sie. Aber ich hatte zufällig nichts zum Schreiben parat. Der war gut, hey! Tja. Was tja? Und jetzt? Sie müssen sich irgendwie identifizieren. Was soll denn das heißen, sie identifizieren? Sie müssen mich noch irgendwie kennen. Na. Also ohne PIN, ich weiß auch nicht. Haben Sie wenigstens einen Personalausweis dabei? Habe ich nicht. Ach du lieber Himmel, woher soll ich denn das wissen? Dann nennen Sie mir bitte die Geheimnummer Ihrer EC-Karte. Ach Mann, okay. Warum nicht gleich, ja? 4301. Falsch. Was? Ach so, ja, natürlich, Sie haben recht. Das verwechsel ich immer. 4103, bitte sehr. Wieder falsch, einmal dürfen Sie noch. Was? Ach du lieber Himmel, verdammte Scheiße. Ganz ruhig, die Finger machen das von ganz alleine. Okay. Ruhig, Montag. Gut, also, du gehst zum Bankautomaten. Na. Karte rein, bitte geben Sie ran. Ja. 4, 3, 0. 2. Und? Die Karte wäre jetzt weg. Was? Autsch, was sind denn das für... Ich hab's! 4102, das ist meine Nummer, stimmt's? Hab ich recht? 4102, ich hab's! Darf ich rein? Zu spät. Ich habe auch meine Vorschriften. Hey, was soll denn das heißen? Wegen so einer saublöden Nummer? Was soll ich denn jetzt machen? Ich gebe Ihnen eine allerletzte Chance. Oh, vielen Dank. Sehr gnädig. Mann, Gott, nichts für ungut. Okay, ja, legen Sie los. Ich bin bereit. Nennen Sie mir den Sicherheitscode Ihres Autoradios.
Martin Sior. Tja, das war's. Ich könnte Ihnen meine Hausnummer sagen. 5. Machen Sie sich nicht lächerlich. Lassen Sie mich rein. Bitte, zu spät. Hey, was soll denn das? Schluss mit der Quälerei. Hey, Partner, das ist doch nur eine Kabarettnummer. Lass uns Schluss machen. So leicht kommen Sie nicht davon. Solange eine Kabarettnummer keine Schlusspointe hat, so lange läuft sie weiter. Das wissen Sie doch. Natürlich weiß ich das. Ich bin schließlich Profi. Ich kenne 1000 Schlussponten. Ich kenne sie alle. Na dann mal los. Okay. Wie wär's mit, ich kann auch ein Lied singen, darf ich singen? Jetzt reicht's aber, Schluss. Hey, komm, Partner, ich sing mein Lieblingslied. Ich hab getanzt, heute Nacht, die ganze Nacht. Da bist du verrückt? Schluss, die Nummer ist beendet. Hey, Partner, komm bitte, lass uns singen. Ich hab getanzt, heute Nacht, die ganze Nacht. Bist du wahnsinnig? Schluss, aus. Hey, du bist ein Spielverderber. Hast du kein Lieblingslied? Doch, ich hab ein Lieblingslied. Er hat eins. Mein Lieblingslied heißt I Don't Like Mondays. Okay. Ich habe verstanden. Du hast es einfach nicht gepackt, Montag. Hm? Klar? Ja. Kein Problem. Der kleine Montag ist einfach nicht mehr gut genug für Herrn Quast. Der kleine Montag hat seine Schuldigkeit getan und kann gehen. So einfach ist das. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Scheiß Kabarett! Und steck nie wieder deine Hand von hinten in meinen Kopf.